Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo hier auf diesem Kanal. Heute habe ich ein ganz spezielles Rezept für euch. Der Titel mag vielleicht einige provozieren. Latte Macchiato bedeutet ja eigentlich immer, dass es irgendwas mit Milch, entweder Kuhmilch oder Sojamilch. Und in diesem Rezept ist keinerlei Milch enthalten. Das könnte eher Kokos Macchiato heißen. Aber das war so ein schöner Vergleich. Mich hat eine liebe Freundin darauf gebracht, dass das aussieht wie grüne Latte Macchiato und auch so schaumig ist. Wenn ihr wissen wollt, wie genau man diesen grünen Latte Macchiato herstellt, dann schaut einfach das Video weiter. Los geht's! Hier seht ihr die Zutaten für dieses köstliche Getränk. Da haben wir hier links Mikroalgenpulver. Das hier ist ein Esslöffel Spirulina-Pulver und das ist ein Esslöffel Chlorella-Pulver. Ich verwende die Mikroalgen aus der Algenfarm in Klötze hier in Deutschland. Und dann seht ihr hier noch 3 Kokosnüsse und ich verwende für dieses Getränk das Kokosnusswasser. Das heißt, ich muss die Kokosnüsse jetzt erst noch öffnen. Wer jetzt keine frischen Kokosnüsse zur Hand hat oder sich mit dem Öffnen ein bisschen schwer tut, der kann auch für dieses Getränk Bio-Kokoswasser nehmen. Wir haben hier gerade das Bio-Kokoswasser von Dr. Görg. Das mag mein Sohn Simon sehr gern. Das ist zwar auch recht preisintensiv. Wir warten immer, bis es so günstige Aktionen gibt. Dann bezahlt man nur die Hälfte für dieses Kokoswasser. Ich benötige für dieses Getränk das Kokoswasser aus diesen 3 Kokosnüssen und das öffne ich mit einem Kokosball. Das seht ihr auch hier links. Und ich werde jetzt aber die Kamera ausschalten. Wer wissen will, wie man so eine Kokosnuss öffnet, dann verlinke ich euch oben rechts ein Video. Also ich öffne jetzt die Kokosnüsse und fange das Kokosnusswasser in einen Mixbehälter auf. Die erste Kokosnuss ist geöffnet und so sieht das Ganze dann aus. Ihr seht auch richtig schönes, klares, frisches Kokoswasser. Und Kokosnuss Nummer 2 ist fertig. Im Mixbehälter befinden sich jetzt ca. 800 ml frisches Kokoswasser und da gebe ich einfach das Algenpulver hinzu. Das stiebt ein bisschen. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann mixe ich alles mindestens 30 bis 40 Sekunden auf höchster Stufe. Ihr seht, es ist ein richtig schöner grüner Schaum entstanden. Ich lasse das jetzt noch ca. 5 Minuten stehen, dann gehen die großen Luftblasen weg und darunter befindet sich der feine Schaum. Dieses grüne Kokosalgengetränk kann man jetzt einfach so aus dem Mixbecher löffeln oder man richtet es sich schön in einem Glas an. Und so kann das Ganze dann aussehen. Und jetzt kann man diesen Schaum nach Belieben löffeln und das Kokosalgenwasser dann trinken. Wenn der Schaum beim langsamen Trinken oder beim langsamen Genießen des Kokosalgenwassers dann nach und nach wieder verschwindet, dann kann man das Ganze auch nochmal mixen, so für 10 bis 15 Sekunden auf höchster Stufe und dann hat man wieder reichlich Schaum. Dieses Rezept und viele andere Rezepte, die grüne Lebensmittel, chlorophyllhaltige Lebensmittel enthalten, findet ihr in meinem neuen E-Book Gesund Grün Essen und dieses habe ich unten in der Infobox verlinkt. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis bald, eure Silke.